ihr da draußen. Heute ist wieder super tolles Wetter und ich schaue mir heute die Burg Lisberg an. Das liegt in der Nähe von Ortenberg in Hessen. Und da habe ich mir noch eine schöne Route rausgesucht, so ca. 20 Kilometer um den ganzen Bereich hier rum. Und da gibt es einiges zu sehen. Also, wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran. Und bevor es losgeht, esse ich noch eine wunderschöne Banane und trinke nochmal auf meine Wasserflasche und dann kann es schon losgehen. Also, bis gleich. Hier in Lisberg, da gibt es auch ein Musikinstrumentenmuseum. Das hat aber heute leider geschlossen, deshalb kann ich da leider nicht rein. So, Banane ist schon was Geiles, ne? Ja. Sehr schöne Strecke hier, dieser Radweg mit diesen Birkenbäumen hier links und bei diesem schönen Wetter einfach geil. Die warme Sonne und diese Brise von dem Wind, die kalte Brise, tut so gut. Von hier wieder ein wunderbarer Blick auf die Burg, auf diesen Burgturm. Aber da kommen wir später hin. Es gibt der letzte Stopp der Tour. Eine Wassertretanlage. Super. Schauen wir uns auch mal an.
Hier gibt es noch eine Spendenbox. Kann man eine Kleinigkeit reinwerfen. Yes, ich kann es immer wieder nur sagen, geht raus, macht einen Spaziergang, macht eine Wanderung, sucht euch eine geile Route raus. Und ja, da habe ich gerade sehr nette Leute hier in Lisberg, muss ich sagen. Ich habe gerade eben einen unten an der Wasserentretanlage gesehen und habe mich mit dem ganz nett unterhalten, 10 Minuten. Und jetzt auch hier ein Fußgänger mit dem Hund. Und die sind super nett hier. Bombe. Ja, so. Laufen wir mal weiter, bald sind wir am Gipfelkreuz. Was auch sehr geil ist, ist so, wenn man durch den Wald läuft und man ist ganz aufmerksam, dann raschelt es hier und raschelt es da mal. Und da versuche ich immer irgendwo mal einen Vogel oder ein Reh zu erwischen. Hatte ich auch schon ein paar Mal, aber ich habe zu spät die Kamera rausgepackt. Deswegen hat es bisher noch nicht funktioniert. Aber irgendwann wird es mal. Also wie gesagt, ne, man läuft hier in diesem stillen Wald und da raschelt es. Man macht irgendein Geräusch oder knackst was. Und da gucke ich mir gleich hin und gucke, ob ich da irgendwas entdecke. Ja Leute, so ist das. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, man findet überall irgendwas Schönes im Wald. Schaut mal hier. Wilde Erdbeeren. Sind hier mehrere. Also hier wachsen noch ein paar. Hier könnt ihr sie sehen. Ja. Ein Pärchen. Folge dem Weg 1,1 Kilometer. Jawohl, ich folge dir. Ja, Bombe, ey. 1,1 Kilometer. Und dann sind wir an diesem Gipfelkreuz. Ich bin mal gespannt, was das ist. Vielleicht ist es nur eine Bank oder irgendein außergewöhnlicher Baum oder so. Aber es ist egal. Hauptsache, wir sind hier draußen. Ja, ich dachte von da hinten, dass das irgendwie ein Wegweiser wäre. Aber naja, das ist doch eine Bierflasche. Also da hat wieder jemand seinen Dreck liegen lassen. Nehmt doch bitte euren Dreck mit. Ey, es ist doch nicht so schwer. Oder ihr habt es doch auch mit hergetragen. Da kann man es doch auch wieder mit nach Hause nehmen und entsorgen. Also Leute, passt auf, ey. Hier vorne, da steht so ein großer Baum, ganz alleine, mitten auf der Wiese. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Gipfelkreuz sein soll. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es genauso wäre. Thank you.
wunderschöner Baum hier. Das ist das Gipfelkreuz. Und wenn man sich die Aussicht betrachtet, dann hat es den Namen auch verdient, finde ich. So, ich dachte eigentlich, dass der Baum das Gipfelkreuz wäre, aber das wirkliche Kreuz ist da vorne. Aber für mich gehört der Baum hier auch dazu. So, dann laufen wir mal vor und schauen uns das nochmal an. Da ist eine Tür, die machen wir mal auf. Da könnte ein Stempel drin sein. Ah, ein Buch. Ah, super. Ein Geocache oder was? Da steht's doch. Also gut, da verewigen wir uns mal. So, und wieder rein damit. Darf nicht nass werden. Ja, das war das Gipfelkreuz. Und jetzt geht's ab zur Burg. So, und da drüben ist noch ein Fledermaus-Biotop, habe ich gerade gelesen. Da gucken wir auch mal, was das ist. Sieht fast aus wie so ein Steinbruch. Hier kann man überall die Wurzeln von den Bäumen sehen. Das finde ich richtig geil. Schaut euch mal diese Struktur von dem Baum an.
Richtig schön, mal sowas zu sehen. Ja, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer so Früchteriegel oder Müsliriegel dabei. Und heute habe ich diese Haferriegel, Hafervoll und Banane, Paranuss. Und ich liebe die Dinger. Die schmecken richtig geil. Die habe ich jetzt, glaube ich, im Rewe gekauft. Habe ich auch vorher noch nie gesehen. Und habe schon welche probiert. Gibt es verschiedene Sorten und die schmecken richtig gut, ey. Hier habe ich wieder was entdeckt. Und zwar, das sieht aus wie so ein Aussichtspunkt. Schauen wir auch mal, was das ist. Ah ja, das ist für einen Jäger. Mann, ist das eine tolle Aussicht hier, ey. Huiuiuiuiui. Sagenhafte Landschaft. Und wieder zurück auf den Weg. Das sind die Riegel. Schmecken sehr bananig. So, die letzten paar Meter bis zur Burg und dann haben wir es geschafft. Lost Place. Da gehe ich auch jetzt nicht rein. Keine Zeit. Die ersten Treppenstufen zur Burg hoch. Ja, zur Info,
Hier ist ein Festival das Wochenende auf der Burg und da kann ich nicht so drehen, wie ich möchte. Auch die Aussichten hier. Unbeschreiblich. So, jetzt geht es ganz hoch in den Turm. Und ich muss sagen, es ist ziemlich hoch. Also wer Höhenangst hat, der hat gelitten. Kann man da rein? Ja, ist natürlich abgeschlossen. Und aber alles gut. Wäre schön gewesen, wenn man rein könnte, aber wie das manchmal so ist im Leben, kann nicht alles haben. Also wie gesagt, da ist morgen hier ein Festival, ein Burgfest und dementsprechend bauen die hier auf. Hier noch die Burgmauern. Ja, der Tag ist rum und meine Route ist zu Ende zur Burg Lisberg und Umgebung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich habe mir noch so ein Smoothie geholt zum Abschluss des Tages. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.